ein kleines, wenn man so möchte, Fazitvideo zu meinem Solarkraftwerk bzw. zum Fossibot 3600, das nach wie vor sehr viel Spaß macht. Wir schauen uns an den Winterbetrieb, wo der Ertrag zu wünschen übrig gelassen hat. Dann haben wir, dass es ab März wieder mit dem Ertrag steil bergauf gegangen ist, bin ich gar nicht nachgekommen, um den Ertrag um den 100% geladenen Fossibot wieder leer zu bekommen. Wenn ich nichts zum Waschen gehabt habe, Geschirr oder auch Wäsche, dann habe ich natürlich den i3 geladen. Wie viel hier der Kilometerstand sich geändert hat, einen kompletten Fossibot in den i3 geladen zu haben, das schauen wir uns an. Dann den Spitzenertrag von den zwei 325 Watt Panelen schauen wir uns auch an. Und was haben wir da noch? Ja, einmal habe ich war wieder mal der Fossibot 100% voll. Und dann habe ich Werkstatt Tücher, die ziemlich ölig waren, gewaschen. Die kann man ja nur alleine waschen. Die habe ich gleich ausprobiert, den 95 Grad Waschgang, wie viel der verbraucht hat. Ja, und dann halt so ringsherum, wie immer unter der Woche hier mal vorgegangen bin, wie lange es dauert, den Fossibot bei Supereinstrahlung. Wie gesagt, ab März ist es wieder bergauf gegangen, hier der voll bekommt. Und auf geht's. Ja, Winter war besonders flau, nicht anders zum Erwarten. Das kennen wir ja schon von den normalen Installationen meines Balkonkraftwerks, so wie ich es anfangs gehabt hatte, nämlich dass dies ins Stromnetz eingespeist worden ist. Und das war mir aber dann zu fad, sage ich mal, weil ich ja hier möglichen Ertrag von 400, 500 Watt hatte. Aber einen Hausverbrauch, wenn ich nichts eingeschaltet habe, vielleicht Eiskasten oder was von 100 Watt. Somit habe ich hier 400 Watt verschenkt und so bin ich dann auf den Fossibot gekommen. Das heißt, einen Speicher, der mir es ermöglicht, auch am 3 in der Früh Wäsche zu waschen oder was auch immer hier. Also den Strom auch zum Verbrauchen, wenn die Sonne nicht scheint. Und so war halt im Winter ziemlich flau. Und wie wir im weiteren Video dann sehen werden, was wir hier Ertrag haben, wie lange wir brauchen, ab März, wie gesagt, bis man den Fossibot wieder voll bekommt und wieder schön Wäsche waschen kann, war es im Winter so, dass ich oft in einer ganzen Woche den Fossibot nicht voll bekommen habe, weil der Ertrag hier viel zu wenig gewesen ist. Und ja, so ein Waschgang habe ich immer geschaut, dass ich habe 25, 30% im Fossibot. Dann habe ich eingeschalten, mehr oder weniger, meine Top 2 Maschinen. Und da so war im Winter oft, war es so, dass ich nicht die Möglichkeit habe und so meine Waschmaschine mit dem normalen Stromnetz betrieben habe oder habe müssen, weil der Fossibot das nicht hergegeben hat oder der Ertrag im Winter. Und ja, so habe ich oft die Waschmaschine mit dem Stromnetz betrieben oder an den Geschirrspüler. Und so habe ich müssen dementsprechend viel länger warten, bis ich hier wieder reichlich Prozente in meinem Batteriekraftwerk hier hatte, um wieder die Maschinen zu betreiben. Und ja, wie gesagt, kurzum, Winter ziemlich flau. Eine Woche hat oft nicht ausgereicht, den Fossibot voll zu bekommen, aber ab März ist dann wirklich bergauf gegangen und wir hatten auch sehr viel Sonne. Eines fällt mir auch noch ein. Im Winter war ich mal so stark bedeckt, so also richtig schwarzer Himmel, dass der Fossibot sich, die schaltet sich ja auf einer bestimmten Wattanzahl, schaltet sich der ja ein und ladet dann die Batterie auf. Und an diesem Tag, ich glaube, das war sogar 2 Tage hintereinander, hatte ich null Ertrag. Das heißt,
Hier wurde null eingespeist und der Fossipod mitten am Tag, auch wenn es 2 am Nachmittag war, hatte null Ertrag und das ist Displays gar nicht angegangen. Weil wenn kein Ertrag ist, geht ja das Display am Abend automatisch aus und es war ja, richtig krass, null Ertrag an 2 Tagen, Himmel, Wolken verhangen, alles schwarz. Ja, das war der kurze Nachricht, dass im Winter halt man damit rechnen muss, dass man halt hier wieder aus dem Stromnetz ziehen muss. Aber wie gesagt, das weiß man nicht, ist man nicht gewohnt. Und aber für diejenigen, die halt vielleicht 1:1 hier irgendwas rausziehen wollen, sei halt gesagt, wenn man hier 50 Ertrag hat, kann man halt nicht 1:1 hier irgendwas verbrauchen. Wenn man das vielleicht in einer Gartenhütte machen möchte, geht das im Winter natürlich nicht. Ja, wir haben Ende März. Jetzt geht es erst richtig los wieder. Hier mit meinen 2 Solarpanel, den ich in Fossipod aufladen, und auch mein Single Solarpanel steht schon in der Wiese und bringt jetzt gerade, es ist circa um die Mittagszeit, gute 200 Watt, die ich hier mit diesem schönen Kabel ins Hausnetz eingespeist wird. Ja, strahlender Sonnenschein, 18. März 2024 und wir haben hier 100% geladen und haben natürlich null Empfang, aber wir verbrauchen jetzt 289 Watt, weil wir haben jetzt 2 Verbraucher hier angesteckt. Einmal wird ein E-Bike geladen und das hier ist der E-Scooter. Ja. Und jetzt haben wir natürlich bei 100% hier wahnsinnig Sonne, aber keinen Input. Und aus dem Grund habe ich jetzt die 2 Verbraucher hier angesteckt. Waschmaschine ist auch leer, Geschirrspüler ist auch leer. Und damit wir hier nicht leer durchlaufen, mehr oder weniger, laden wir jetzt die 2 E-Bikes und den E-Scooter. Also ja, nichts verschenken. So, jetzt sind genau 10 Minuten vergangen. Hier stehen wir auf 99% und hier haben wir ca. 14 Uhr, 15 Uhr am Nachmittag und alle 2 Panels werden voll bestrahlt. Das heißt, wir haben hier eine Leistung von 473 Watt. Das heißt, 1% hier State of Charge mehr oder weniger und wie es die Batterie, der Akku hier im Fossipod wird wieder voll geladen. Aber der würde mir jetzt gleich wieder überholen, schätze ich mal. 476 zu knappe 300 Watt. Ja, wir werden sehen, ob er hier durchladet oder wieder bei 100% abschaltet. Guckst du. Ja, wie gehabt, wir sind auf 100%. Er leider zwar hier noch mit 300, 400 Watt und entnimmt 300, aber die 100 wird wahrscheinlich nicht zu 100% sein, weil sonst würde hier nicht 392 beim Input stehen. Also der Eingang hat den Output überholt. Da wir so einen schönen sonnigen Tag haben, haben wir jetzt alle 3 belegt. Und mir ist nichts Besseres eingefallen bei meinen Lieblingsmaschinen. Der Geschirrspüler und die Waschmaschine sind leer. Ich lade jetzt hier den Akku meiner Sony A74. Ja, braucht nicht viel, gell?
300 Watt, 320 Ertrag. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, all das ist gratis. So, einen Tag später, wir haben den Geschirrspüler eingeschalten und meine Geräte hier geladen. Wir haben jetzt 64%, es ist 12.30 Uhr bei einem Ertrag von 163 Watt. Und wir werden uns ansehen, was wir heute hier den ganzen Tag über schaffen, ob wir vielleicht wieder auf 100% laden oder nicht, weil der Winter war ja ziemlich flau und jetzt Mitte März geht es wieder richtig aufwärts hier mit meinem Fossipot. Ja, gerade nach Hause gekommen, es ist 18 Uhr, die Sonne ist verschwunden. Und wir haben es fast tatsächlich hier auf 100% geschafft. Ja, kaum kommt die Sonne, ist der Ertrag eine wahre Freude hier am Fossipot. Tja, jetzt bin ich durch das Haus hier gelaufen und habe noch irgendeinen Verbraucher gesucht. In dem Fall für die Waschmaschine, dass ich da irgendwas waschen kann. Und habe dann einen Vorleger hier im Badezimmer gefunden, der auch gewaschen gehört, damit, weil morgen bin ich wieder den halben Tag nicht hier anwesend, damit hier etwas verbrauche am Fossipot, damit es nicht um 12 Uhr mittags 100% hat und der Nachmittag ist dann vom Ertrag her futsch. Normalerweise bin ich immer so vorgegangen, wenn ich kein Geschirr habe oder keine Wäsche zum Waschen, dass ich das Auto geladen habe, aber zeitgleich mache ich einen Test mit dem verfügbaren Akkustand des i3 und daher kann ich da hier nichts einladen und jetzt habe ich halt irgendwas gewaschen, mehr oder weniger, dass die Waschmaschine ein bisschen hier was zum tun hat oder der Fossipot und ja, also die Sonne ist da und die Hölle ist los hier. Ich könnte natürlich wieder hier den Wechsellichter anschließen und ans Stromnetz. Aber wenn mir hier am Nachmittag, so wie gestern oder heute, 400-500 Watt Ertrag haben, das habe ich im Haus auch nicht. Das heißt, hier wäre der Ertrag natürlich auch viel stärker als der Verbrauch. Irgendwas zum Waschen ist auch nichts. Hinter mir die Vorhänge, die habe ich gestern gewaschen, weil ich mir gedacht habe, ich könnte auch eine Wäsche vertragen. Ja, aber ich bin wieder 100% voll, was kann man nichts machen. Die Sonne, also das Solar oder dieses Balkonkraftwerk hier mit Speicher ist wirklich einmalig, was ich das leisten kann oder möchte, kann ich nur sagen, es macht riesig Spaß. Der Fossipot funktioniert natürlich noch immer einwandfrei, hier piepst er, wenn er zu wenig Empfang hat oder in dem Fall hier piepst er. Da ich die Waschmaschine laufen habe, aber kein Ertrag ist und da will da irgendwie Ertrag feststellen oder abschalten oder wie immer. Und jetzt piepst er da vor sich hin, aber daran habe ich mich schon gewöhnt und ja, Fossipot 3600. Geiles Teil. Ja, die ganze Nacht habe ich die PlayStation hier angeschlossen gehabt, aber man sieht eh, da Standby gar nicht so der Einwart. Es ist 10 Uhr, wir beginnen heute wird es wieder sonnig und schauen wieder, ob der heute vielleicht die Hälfte hier laden kann mit meinen zwei Sonar-Panels. Hier knapp 18 Uhr haben wir es leider nicht geschafft, haben ein bisschen übernommen hier. 30 Watt haben wir noch Ertrag, ca. 18 Uhr am 20. März 2024. Ja, von 51 auf 74. Das heißt, in dem Fall bräuchten wir hier zum Laden des halben Fossipot hier zwei Tage. Ja, wir haben den 6. Mai, es ist ca. 15 Uhr. Wir haben 100% gehabt in der Früh. Jetzt habe ich einen Waschvorgang am Geschirrspüler durchgeführt. Eine Stunde 42. Wir laden mit sagenhaften 457 Watt.
und haben 72% im Fossipot. Und wenn Sie sich ansehen, ob wir den heute wieder voll kriegen wir, dann habe ich keine Wäsche, dann muss ich an den i3 anstecken. Ja. Natürlich beim Testen wieder was dazwischen gekommen, nämlich eine riesen starke Bewölkung. Es donnert gerade und es ist erst 18 Uhr, aber wir haben keinen Ertrag, weil alles schwarz ist draußen und sind nur auf 89% gekommen. So ist es im Solarleben. Knappe 96%, nächster Tag. Es ist gegen 15 Uhr und wie man hier sieht, nehme ich hier 2185 Watt. Das heißt, ich habe den i3 in der Garage angeschlossen. Kabel 230 Volt. Wir werden mal schauen, wie lange das dauert und werden den Fossipot hier endgültig entladen. Und zwar razzifazzi. Circa 45 Minuten sind vergangen und die Hälfte der Speicherkapazität des Fossipot ist bereits, natürlich mit Ladeverlusten, im Elektrofahrzeug angekommen. Nach genau einer Stunde und 32 Minuten hat es hier jetzt gerade klack gemacht. 0%, das heißt, den i3 kann man wieder abstecken und der Fossipot kann hier, natürlich ist es heute wieder bewölkt, aber der Fossipot kann hier dann wieder schön aufladen. Ich habe gerade den i3 abgesteckt und der Fossipot war ja vorher auf 0% und hat somit das Stromnetz unterbrochen. Und das hatte ich schon mal, da ist die Ladebuchse vom i3, diese LED-Kette rund um den Stecker, blinkt wie wahnsinnig rot. Und ja, zeigt irgendeinen Fehler an, man kann das Kabel, aber den Stecker ganz normal abstecken und ja, verschließen. Und leider habe ich nicht mitgestoppt, wie viel Kilometer das jetzt ergeben hat. Und das habe ich einen zuvorgehenden Test sicher gemacht, wie viel Kilometer ich im i3 hier geladen habe. Ja, und genau zwei Tage später, obwohl es einen halben Tag bewölkt war, wird wieder bummvoll. Es ist 17 Uhr. So schnell geht es. Kann man wieder Wäsche waschen oder Auto laden. Es ist 12 Uhr, 3 Stunden 20 Minuten sind in etwa vergangen. Und wir sind da erst auf 14%. Schuld ist natürlich die Sonne. Es ist 12 Uhr oder 12:07 Uhr. Und die Paneele sieht man hier. Tag 122, die sind noch dezent in der Sonne. Oder erst eines. Aber weg noch zeitlich und nicht frontal. Und daher nur der Ertrag von 122 Watt. 14:30 Uhr, die Sonne kommt nicht so ganz durch. 315 Watt haben wir. 15:26 Uhr, wir sind auf 35%. Und der diesige Himmel hat sich etwas verzogen. Sieht man hier, 487 Watt haben wir hier Input. So, wir haben jetzt 16:40 Uhr. Es ist gerade eine Wolke hier, sieht man, 200 Watt. Ja, da hier mit den Übeltäter. Ja, kaum ist die Wolke weg, geht es auch wieder mit dem Ertrag aufwärts. Noch immer sehr wenig, 3,51. Auf jeden Fall ist auch umgesprungen hier auf 45%. Das heißt, es ist 16:40 Uhr und wir haben in 8 Stunden satte 36% hier in den schönen Fossipots geladen. Ja, wir haben jetzt genau 19:40 Uhr und hat sage und schreibe seit 8:40 Uhr. Das sind genau 11 Stunden satte 51% geladen. Hier lade dann noch mit 43 Watt. Das ist für die Ladung hier nicht mehr wichtig. 51%. 11 Stunden haben wir gebraucht. An einem relativ sonnigen Tag am 11. Mai, finde ich,
Spitze, noch ein Tag. Und der ist längst voll und ich muss schon wieder schauen, was ich hier anschließen kann. 2, es ist 17.29 Uhr und gerade eben hat hier das Relais sich ausgeschaltet und eingeschaltet. Das heißt, wir haben 100% und können ich endlich wieder das Geschirr waschen. Also, so lange hat es gedauert. Und laut meiner Rechnung waren es insgesamt an den beiden Tagen eine Zeitspanne von 21 Stunden, um von 9 auf 100% zu laden. 21 Stunden bei relativ schönem Wetter. So lange dauert es hier am Fossipod. Nachdem der Fossipod komplett entladen wurde, selber Ort, gleicher Tag, Fossipod auf Null gestanden, jetzt ist es circa um die 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr. Wir laden immer noch mit 42 Watt und seht euch hier das Ergebnis an einem einzigen, mehr oder weniger Nachmittag, 47%. Also wenn das nicht Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Erster Juni, absoluter Ertragsrekord. 55 Watt. Wow, es ist so. Ja, diejenigen, die der eventuelle Preis, gibt es solche Meinungen, nicht abschreckt. Eigentlich ganz tolles Produkt mit der Sonne eben Energie herzustellen und zu speichern. Und ja, mir reicht eigentlich dieses Balkonkraftwerk, bestehend aus 2 Paneelen und diesen Fossipod hat, den Batteriespeicher. Ganz tolles Teil. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Man hat ja gesehen, an einem sonnigen Tag ist es durchaus möglich, zumindest bei meiner Sonneneinstrahlung, das muss ich auch dazu sagen, den Fossipod voll zu bekommen, ja, wenn der eine die Möglichkeit hat, dass er sie anders ausrichten kann und die natürlich 3/4 Tag in der Sonne stehen, dann geht es natürlich noch schneller und ja, also bin begeistert und den Fossipod, der läuft natürlich störungsfrei, kann ich nur empfehlen. Und ja, sage ich wieder mal danke fürs Zusehen. Hoffentlich war was dabei, ein bisschen Kuromudel, das Video, weil ich über lange Zeit hier immer Teile aufgenommen habe und beim Schneiden nicht einmal richtig gewusst habe, was produziert er eigentlich. Aber ja, man hat gesehen, wie man hier aus der Sonneneinstrahlung Energie gewinnen kann. Und das war der Sinn von den ganzen Balkonkraftwerk teilen hier. Ja, dann sage ich nochmal zum Abschluss nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.